Kapitel 17. Das Puzzle zerbricht. Was jedoch inmitten der finsteren Nacht geschah, sollte Epsilon jetzt noch nicht interessieren. Stattdessen, nun, am nächsten Morgen, wollte sie nachholen, was sie am letzten Tag schon nicht mehr fertigbringen konnte. Sie musste mit Aurora sprechen. Nur war das Sorok sich immer noch nicht völlig sicher. Wie sollte sie dies eigentlich bestenfalls tun? Sie war sich sicher, dass sich unter der Maske des Plotcasters ihre eigene Tochter versteckte. Doch gleichzeitig wollte sie kein zu großes Risiko eingehen. Ihre letzte sichere These hatte mehr Schaden gebracht als alles andere. Am besten wäre es, wenn irgendwie ein Gespräch entstehen könnte, in welchem sie ihre Worte so wählte, dass die Plotkaiserin dieser Welt erkannte, was sie wirklich bedeuteten. Ein Pokémon, welches diese Rolle nicht einnahm, jedoch nicht. Gleichermaßen musste sie aber auch erst einmal in ein Gespräch kommen. Bestenfalls ohne Cal. Dieser würde vermutlich kaum zulassen, dass Epsilon nur ein Wort mit ihrer Tochter sprach, so wie der vorletzte Tag abgelaufen war. Und Aurora selber würde einem Gespräch ebenfalls ausweichen wollen. Entweder, da sie sich keine weiteren Anschuldigungen über Elementare anhören wollte, oder weil sie nicht wollte, dass Epsilon die Wahrheit hinter ihrer Maske tatsächlich erkannt hatte. Natürlich könnte sie Epsilon auch aus dem Weg gehen wollen, da sie wusste, dass sie sich nicht genügend zurückhalten könnte, damit Cal keinen Wind davon bekam, dass sie mehr über Elementaras Tod und Epsilon wusste, als sie ihm verriet. Versuchen musste die einstige Kaiserin es aber trotzdem. Und so klopfte sie an die hölzerne Tür hinter dem kleinen Vorgarten eines bequemen Hauses. Und es war ein Akani, welches die Tür nach nur Sekunden aufriss. Epsilon, was willst du? Mit Aurora reden. Dann kannst du dich direkt wieder verpissen. Sie will nicht mit dir reden, das hat sie deutlich klar gemacht. Und recht hat sie damit. Und jetzt geh lieber, bevor du etwas sagst, das du bereuen wirst. Gut, ich korrigiere mich. Ich will nicht mit ihr reden, sondern ich muss. Bitte. Ich will doch nichts anderes, als mich zu entschuldigen. Du hast recht gehabt. Ich habe es nur in der Hitze des Momentes nicht verstanden. Ich war so stolz auf mich selber dafür, meine Ideen zusammenzuwürfeln, dass ich wirklich mit dem Verstand gedacht habe, nicht mit dem Herzen. Ich habe Aurora Dinge vorgeworfen, die sie niemals tun könnte. Und ich brauche eine Gelegenheit, mich dafür zumindest zu entschuldigen. Zunächst wirkte Cal unsicher, entschied sich letztlich aber für einen Kompromiss. Du wartest hier. Ich gehe Aurora fragen, ob sie dich anhören will. Natürlich konnte Epsilon schlecht widersprechen, auch wenn sie kein gutes Gefühl bei der Sache hatte. Auroras schlechte Laune durfte jetzt nicht im Weg stehen. Irgendwie müsste das Sorok durchkommen. Nur, wie? Nun, während sie all dies plante, trat Aurora aus einem Zimmer hinten im Untergeschoss heraus und kam zur Tür. Warum bist du hier? Cal meinte, du wirst dich entschuldigen wollen. Meinst du das ernst? Oder bist du in Wald doch wegen etwas anderem hier? Ja und ja. Ich bin aus zwei Gründen hier. Einer davon ist die Entschuldigung. Und der andere... Also, ich würde das ungern hier an der Tür besprechen. Wir sind in der Stadt. Unbeteiligte könnten uns hören und... Ich habe mir über Elementare herausgefunden, als ich dem Plotkaiser begegnet bin. Und das ist nichts, was andere hören sollten? Na gut, komm rein. Momente später saß Epsilon also am Tisch in Auroras Heim. Die Luft wirkte angespannt. Auch Cal war noch bei den beiden,
so ungerne Epsilon dies auch hatte. Doch sie konnte schlecht versuchen, ihn wegzuschicken, ohne jeglichen Grund zu geben. Also, erst einmal wegen vorgestern. Ich habe es Kel schon grob erklärt. Als du Elementare gefunden hattest, die ganze Lage und der Stress war für mich wirklich schlimmer, als ich es mir selber eingestehen wollte. Deswegen habe ich versucht, Fakten zusammenzupuzzeln und dabei Gefühle zu übertönen. Weil ich nur in eine Richtung gedacht habe, dadurch bin ich dann zu einem Schluss gekommen, den ich sofort verworfen hätte, wenn ich einen Moment lang nicht nur Namen gesehen hätte, sondern auch Pokémon. Es gibt kaum Pokémon, die Elementares Phallus mehr schmerzt als dich. Und niemals hättest du tatsächlich den Willen, einem unschuldigen Pokémon auch nur ein Haar zu krümmen. Deswegen wollte ich mich entschuldigen, nachdem sich die Lage zumindest etwas abkühlen konnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr mir diese Entschuldigung gefallen soll. Andererseits verstehe ich zwar irgendwie, wie die Anschuldigung entstanden ist, aber rechtfertigen tut es das immer noch nicht. Du hast mich immer noch vor allen Mann der Versammlung beschuldigt, Elementare getötet zu haben. Das ist mir klar. Aber ich bin optimistisch, dass Dakra heute ohnehin weitere Beweise liefern kann. Und wenn nicht, dann kann ich das selber. Weil jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Pass auf, was du jetzt sagst. Du hast immerhin gerade behauptet, dass du die Infos vom Plot-Kaiser hast, während ihr gekämpft habt. Überleg dir zweimal, bevor du sie als Fakten behandelst. Was tue ich, Kel? Deswegen habe ich gestern auf der Versammlung auch geschwiegen und Dakrin auf eine Fährte gelockt, die hoffentlich Beweise liefert. Ich hoffe, dass er später die Worte des Kaisers beweist, damit wir alle eine neue Fährte haben. Es war eindeutig, dass das Zorak schon lange die Aufmerksamkeit der beiden hatte. Jedoch machte sie sich nicht unbedingt damit beliebt, weiterhin nur Stimmung zu schaffen. Dann sprich doch endlich. Was weißt du denn oder glaubst du zu wissen, dass du so dringend teilen und beweisen willst? Der Plattkass und seine Anhänger sind auf jeden Fall unschuldig, wie du auch erst sagtest, Aurora. Nur aus anderen Gründen. Nicht, weil sie niemandem etwas antun wollen, sondern weil Elementare laut Aussage des Kaisers eine von ihnen war. Unter der Annahme, dass es wahr ist, ändert sich die Grundlage unserer Suche vom ersten Schritt an. Und das glaubst du. Ich habe schon Dinge gehört, die weit hergeholt sind, aber das ist doch nochmal ein anderes Level. Und doch tendiere ich dazu, es zu glauben. Einer der Gründe ist, dass ich sehr sicher bin, alle Hinweise kombiniert zu haben, die ich brauche. Ich glaube zu wissen, wer der Plot-Kaiser ist. Eine dramatische Stille erfüllte den Raum, welche dem Vulnona zeigen sollte, dass sie durchschaut worden war. Aber ich werde keine Namen nennen. Ich lerne aus Fehlern, die ich in der ersten Versammlung nach dem Mord gemacht habe. Und werde niemanden ohne Beweise an den Pranger stellen. Trotzdem, sollte ich nicht irren, halte ich das Pokémon unter der Maske nicht für jemanden, der aus Bosheit lügt. Und selbst wenn das stimmt, was hilft uns das außer dem Fakt, dass es weder Kaiser noch seine Anhänger waren, wovon ich ohnehin schon überzeugt war? Wieder folgte eine dramatische Pause, als Epsilon sich Worte zurechtlegte, die alles aussagen sollten, was man aus ihnen verstehen konnte. Nun, wenn ich die Situation so betrachte, sehe ich starke Motivationsüberschneidung zwischen beiden Parteien. Wäre es vielleicht nicht an der Zeit, Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen? Ich denke, beide Seiten sollten Interesse am Fortschritt haben. Deswegen habe ich vor, mich mit dem Plot-Kaiser zusammenzutun. Zunächst wechselten Aurora und Kel bloß unsichere Blicke. Im Anschluss schien Kel etwas sagen zu wollen, wurde jedoch unterbrochen, als es erneut an der Tür klopfte. Sekunde, ich mach ihn kurz
Ich guck kurz, wer uns um die Zeit noch beehren will. Beinahe war Epsilon dankbar für wer auch immer an der Tür stand. Es gab ihr noch einen Moment Zeit. Genau wie Kell und Aurora noch kurz Zeit hatten, hinter ihren Worten mehr als nur Irrsinn zu sehen. Jene Dankbarkeit war jedoch von kürzester Dauer. Als nur Sekunden nachdem Kell aufstand, ein erschrockenes Geräusch des Löwen erschallte. Überrascht wandte sich auch Epsilon zur Tür. Und in jenem Moment zerfiel vor ihren Augen alles, was sie sich erbaut hatte. Sie hatte Monate auf ein Ziel hingearbeitet, bis sie endlich die Identität des Plot-Kaisers erfahren hatte. Anschließend hatte sie noch stärker daran gearbeitet, sein Vertrauen zu gewinnen. Oder eher ihres. Doch gleichzeitig hatte der Kaiser ihr ein Versprechen gemacht, als sie einander das letzte Mal gesehen hatten. Einen guten Tag, Epsilon. Hast du mein Versprechen vergessen? Ich sagte dir doch, ich würde noch einmal vorbeischauen, wenn du deine Tochter wieder besuchst. Draußen im Vorgarten stand, ruhig, ohne eine Klinge in der Hand, sichtlich ohne jede Sorge, der Plottkaiser, direkt hier, am selben Ort, an welchem auch Aurora gegenüber Epsilon saß. Also, hatte sie wieder Unrecht gehabt, aber wie? Sie hatte jedes Pokémon unter die Lupe genommen, alle Spuren gesammelt. Es musste Aurora sein. Die Spuren ließen gar nichts anderes zu. Doch die Faktenlage sprach Bände. Als die Leiterin Polana Watras aufsprang und sich dem Wesen gegenüberstellte, welches Epsilon für sie gehalten hatte. Was willst du hier? Verschwinde, du bist hier nicht willkommen, niemand hat dich eingeladen. Doch ich selber. Zudem, ich erfülle liebend gerne meine Versprechen. Und ich habe diesem Soror dort eines gegeben. Epsilon wusste, nun steckte sie ganz tief in der Scheiße. Auroras und Kells Blicke brannten auf ihr und der Kaiser strahlte eine Aura von Ich habe nun alle Macht aus. Und dann sprach er weiter. Nach unserem kleinen Geplänkel letztens hattest du mir ja eine Zusammenarbeit zum Thema Elementara vorgeschlagen, nicht? Nun, ich sagte, ich würde darüber nachdenken und dich danach wieder aufsuchen. Es hat zudem gut gepasst, dass du gerade in Anwesenheit anderer Versammlungsmitglieder warst. Ich habe durchaus die Wahrheit deiner Worte erkannt. Innerlich atmete das Sorak auf. Der Kaiser hatte gehört, was die Aurora und Kell vorgelogen hatte und spielte sogar mit. Offensichtlich stand er doch nicht so sehr gegen sie, wie es erst gewirkt hatte, als ihr letzter Kampf stattgefunden hatte. Zumindest bis die nächsten, scheinbar harmlosen Worte folgten. Ich habe bereits einige Hinweise gesammelt. Allerdings habe ich mich entschieden, dass es in diesem Thema wohl sinnvoller wäre, diese nicht an dich weiterzugeben, sondern an den Leiter der Aktion, Darkrai. Ich habe ihm die Situation auch noch einmal ausführlich erklärt, welche wir vorgestern in der Nacht hatten, Epsilon. Er weiß Bescheid und wird sich sicher später sehr gerne euch gegenüber äußern. Er dürfte wirklich viel zu sagen haben. Selbst ein Geständnis des Täters hat er erfahren, da ich es bekommen habe. Scheiße! Das war also die neue Tour? Die Worte mochten zunächst harmlos wirken, aber Epsilon wusste genau, was dahinter steckte. Der Kaiser hatte Darkrai alles erzählt. Alles.
Und wohl kaum jene Version, welche Epsilon mit den Mon teilte. Und anstatt nun die Hintergründe vor einzelnen Pokémon zu offenbaren, hatte der Kaiser die Nachricht nur an ein Pokémon überbracht. Doch an eines der einflussreichsten. So würde die Liga die Worte der Schuld des Sorak nicht über ein Wesen erfahren, dem die meisten kein Vertrauen schenken würden, sondern der höchst vertraute Ligaleiter würde das Wort verbreiten. Ruhe bewahren. Auch wenn ihre Gedanken rasten, war dies, was sich die Kaiserin durch den Kopf schießen ließ. Sie hatte immer noch die Chance, die Lage zu wenden. Sie musste nur einen kühlen Kopf bewahren, gerade in der Versammlung. Es gab keine Beweise, außer dem Wort des Feindes. Und dementsprechend durfte sie sich auch hier, im Angesicht, Kels und Auroras nicht verraten. So schnell? Das freut mich. Dann danke ich dir für deine Kooperation. Ich helfe immer gerne, wenn es denn um Gerechtigkeit geht. Und weißt du, Epsilon, es war gar nicht so schwer, den Täter zu finden. Ich habe schlicht die Hinweise genutzt und das Puzzle zusammengesetzt. Ein Puzzle, in dem du manche Teile nicht betrachtet hast, sondern nur jene, welche nahe schienen. Dieser Bastard! Er wusste genau, was er da sagte. Und Epsilon tat es auch, aber für Aurora und Kel wirkte diese psychologische Kriegsführung sogar wohltätig. Dann bin ich mal gespannt, was Dakra uns später zu sagen hat. Trotzdem denke ich, dass du jetzt gehen solltest. Vergiss nicht, diese beiden und auch ich sind dir in diesem Fall dankbar. Aber der Krieg bleibt ein Krieg. Auch wenn Feinde sich kurz verbünden. Bald ist die Plot-Armor vollständig. Und dann wird jeder Pakt vergessen sein.